Hallo, willkommen zu Road to Rockstar. Ich bin der Renato, 35, Comiczeichner und Autor und ich möchte Rockstar werden. Und in dieser Episode geht es um eure erste Beginner-E-Gitarre mit Verstärker. Und wir reden auch noch über Texte und Musik. Also. Naja, so ähnlich. Das Lied heißt Under the Bridge und willkommen bei Road to Rockstar. Und heute rede ich über, wie sucht ihr euch oder wie können wir das am besten nennen? Wie suche ich mir eine Beginner-E-Gitarre aus? Dazu eben noch den Verstärker. Genau, und über wo ich gerade stehe. Also ich habe vor einem Monat oder ja, vor ungefähr einem Monat habe ich hinten noch eine andere E-Gitarre stehen gehabt, aber die hat mich nicht ganz happy gemacht, weil ich irgendwie auf der nicht so gut spielen konnte. Und dann hat natürlich auch das Spielen ein bisschen stagniert. Und dann habe ich für nicht gespielt und irgendwann kam so der Entschluss, nee, ich möchte jetzt eine neue, eine, die mir auch optisch gefällt, aber auch eine, die ich schön bespielen kann, also die auch einen schönen flachen Hals hat. Und dann erstmal habe ich mich auf die Suche gemacht, also wenn ihr sozusagen Tipps haben wollt, wie man sich Beginner-Gitarren aussucht, dann gebe ich euch jetzt hier ein paar Quick-Tipps. Alle haben gesagt, auf jeden Fall, eine Gitarre ist ein Instrument. Du musst auf jeden Fall etwas, also es gibt sozusagen den Mindestpreis, den man dafür bezahlt, um ein Instrument zu bekommen. Ein Instrument zeichnet sich aus, dass es eben bespielbar ist und dass es stimmen- oder klanggerecht ist oder irgendwie sowas. Und wichtig ist da, Ian Kubel hat gesagt, dass das alles in Tune bleibt. Auf den billigen Gitarren spielt sie herum und es verstimmt sich sehr schnell oder es bleibt dann nicht stimmfest. Oder ihr habt dann sozusagen Sachen, dass es sich nicht so gut anhört oder Ding. Also das heißt, ein Mindestpreis, den ich dann für mich rausgesucht habe, oder beziehungsweise ich habe dann Freunde gefragt und recherchiert und ich kondensiere jetzt alles, was ich da gelernt habe. Ich denke, 200 Euro oder so um die 200 Euro war für mich ein guter Preis für den Einstieg, für einen Anfänger. Drüber wollte ich gehen, aber den Unterschied hätte ich wahrscheinlich nicht groß gemerkt oder gespürt. Drunter hätte ich sein können, aber dann wären die Instrumente wahrscheinlich weniger gut gewesen oder beziehungsweise die Qualität nimmt dann, also einer hat gesagt, so für 50 Euro ist die Gitarre nicht so gut, für 100 Euro ist sie auch nicht so gut oder für 150 und da sind die Unterschiede enorm und dann ab 200 bis 500 sind sie scheinbar nicht mehr so enorm und dann nach 1000, wobei wenn ihr richtiger Musiker seid, habt ihr vielleicht da nochmal eine andere Meinung. Aber ich bin noch Anfänger. Für mich hat das hier dann gereicht. Plus, dann war die Frage, was gebraucht ist oder nicht gebraucht. Ich hätte gerne was gebraucht gekauft, hat mir aber optisch eher nicht gefallen. Wir kommen gleich noch zu dem Punkt. Alle haben dann, oder manche haben gesagt, es muss dir nicht optisch gefallen, sondern es muss ein gutes Instrument sein. Dem pflichte ich bei, stimme ich zu. Aber es muss euch auch optisch gefallen. Also ich bin ein visueller Mensch, das heißt für mich gehören diese Dinge auch dazu. Wenn ihr nicht so ein visueller Mensch seid, dann macht, wie ihr denkt. Für mich, ich wollte auf jeden Fall, ich wusste, dass ich eine rote haben will und so einen gewissen Look. Natürlich kann man dann rüberkommen als Poser, aber
Mich inspirierte die Gitarre. Also ich habe zum Beispiel gesehen, dass viele Leute im YouTube, die ich mag, auch so eine ähnliche Farbe haben, aber ich hätte mich auch ohne die dafür entschieden. Dann gab es natürlich die Entscheidung Strat Style, also das hier ist jetzt eine Squier Affinity Strat Style. Es gibt natürlich auch andere Styles. Dann hat einer sozusagen gesagt, ihr braucht, oder es gab verschiedene Konfigurationen. Und einer meinte dann, oder alle Recherchen sozusagen, die ich im YouTube betreiben konnte, haben dann gesagt, spielt das Instrument, nehmt es in die Hand. Das habe ich versucht. Ich wollte hier in einem lokalen Shop sozusagen spielen. Und alles, was sie in die Hand genommen hat, hat mir ganz gut gefallen, aber die hat mir eigentlich am besten gefallen. Das ist tatsächlich dann diese hier geworden. Und auch wegen dem Klang und auch weil alle Leute, die ich mag, also oder auch die Helden sozusagen, denen ich nacheifer. Die spielen eher eine Strat-Style. Und dann habe ich mich dafür entschieden. Und der wichtige Punkt war einfach, sich was zu holen und dann anzufangen. Genau, so viel dazu. Was cool war, als ich dann diese Gitarre hier hatte, hat es mich natürlich riesig gefreut. Und dann habe ich gleich angefangen, irgendwie, wie soll ich sagen, einfach, man wollte dann auch mehr spielen. Also, ich habe für die jetzt ungefähr so um die 190 gezahlt. War für mich ein okay Preis oder ein guter Preis. Bin zufrieden. Ihr müsst aufpassen, manche Gitarren, wenn ihr sie testet, können so Neck-Dive machen. Die hat hier so einen breiten Headstock und manchmal divet sie, manchmal nicht. Den Verstärker gab es für 10 € von einem guten Kumpel. Danke, René. Das hat wirklich mein Leben gerettet. Und ja, und dann habe ich angefangen, so ganz klassisch. Na, Moment. Oder eben solche Sachen, nichts Kompliziertes. Oder dann habe ich zum Beispiel, gab es von einem guten Asiaten, oder der hat dann irgendwie gesagt, Blues. Ah, jetzt. Ich treffe es noch nicht ganz, aber auf jeden Fall Übungen. Und mit der Gitarre kam auf jeden Fall neuer, frischer Wind. Und ich hatte auf jeden Fall Bock, ganz viele neue Sachen zu spielen. Das habe ich dann auch getan. Und das kann ich euch natürlich dann auch empfehlen. Ich erwische noch nicht alles, aber auf jeden Fall. Und ja, auf jeden Fall. Hat auf jeden Fall neuen frischen Wind in mein Leben gebracht. Und ja, das wollte ich mit euch teilen. Das heißt, wenn ihr euch irgendwie eine neue Gitarre holen wollt, holt euch eine. Holt euch eine, ob die euch optisch gefällt. Gebt so ein ungefähr
das Geld aus, was ihr übrig habt, oder informiert euch, was eine gute ist. Wie gesagt, also ich hätte 400 ausgeben können und eine sehr gute haben können. Für 150 hätte ich eine bekommen, die eine gebrauchte, wahrscheinlich eine ganz gute. Für 200 neu gab es eben die, was mir jetzt optimal gefallen hat. Und da gibt es natürlich, ich weiß nicht, also das Wichtigste ist, besorgt euch eine, fangt an, sucht euch eine aus, die ist jetzt hier wirklich toll verarbeitet, für meinen Geschmack, und dann macht das natürlich Spaß, auf der zu spielen und auf der zu üben. Und dafür ist es da, ist es eine Übungsgitarre. Und das habe ich getan. Und es hat auf jeden Fall mein Spielen wieder beschleunigt. Und genau. Und das ist jetzt das, was ich dem letzten gelernt habe, das Under the Bridge. Ja, E7. Naja, ich kann es noch nicht ganz, aber so viel dazu. Wir sehen uns und bis zum nächsten Mal.